Ja, hallo, willkommen zurück. Mein Name ist Sabine Winkler und ich erzähle euch heute etwas zum Thema Windel weg, zum Thema Windelfrei werden. Und zwar ist es schon ein Thema, was irgendwie immer präsent ist, egal wo man, glaube ich, irgendwie mit Kindern unterwegs ist oder sei es im Freundeskreis, Familienkreis oder auf dem Spielplatz. Eigentlich ist immer die Standardfrage, und trägt er noch eine Windel oder trägt sie noch eine Windel? Ja. Und in meinem schlauen Buch, was ich immer erwähne, das Kinderbuch von Anna Walgreen, steht, dass die Kinder von alleine windelfrei werden. Im Alter von 2 bis 3 Jahren. Erst ab dem Alter von 3 muss man eigentlich irgendwie einschreiten. So, aber natürlich glaubt man das nicht. Besonders auch, weil sich alle drüber unterhalten und jeder hat Tipps und jeder hat irgendwie das und das versucht und genau. Und dann dachte ich, jetzt muss ich doch nochmal irgendwie unsere Erfolgsgeschichte erzählen, weil auch unsere Erzieher in der Kita gesagt haben, das Kind wird von alleine windelfrei und bitte nicht groß einmischen. Das ist das Beste wirklich, wenn das Kind selbst entscheidet. Gut. Das hört sich alles super an. Wir haben auch alles versucht mit, sei es Sticker, man bekommt einen Sticker, wenn man Pipi gemacht hat, oder man bekommt ein Geschenk oder ein bisschen mehr Druck, wenn du das und das machen möchtest, dann aber vorher auf die Toilette und so weiter und so fort. Ende vom Lied ist, dass sie super viel Druck aufbaut und es immer noch, also es wird einfach super schwieriger, dann das Kind zu wickeln, weil das Kind sich dann dagegen sträubt. Also geht es total in die falsche Richtung. Ihr werdet dann ja, eher ein Kind haben, was sich versteckt, wenn es irgendwie in die Windel macht und nicht Bescheid sagt. Und dann seid ihr vielleicht noch mehr sauer und dann ist das Kind auch sauer. Also tatsächlich, jetzt kommt der Sommer, also mal ganz gechillt. Je weniger man anhat, desto einfacher. Je mehr die frei ohne Windel komplett draußen rumlaufen, desto einfacher ist es, weil die einfach merken, wann sie Pipi machen müssen. Und deswegen, erste Regel wiederum, wie in meinen ganzen Videos, positiv denken. Das Kind schafft das diesen Sommer, wenn es jetzt zum Beispiel 3 wird diesen Sommer oder im Herbst 3 wird. Und oder jetzt 3 geworden ist. Genau, die Menschen wollen sauber sein, auch die Babys schon. Die sagen dann eben zwischen 2 und 3, dass sie auf die Toilette gehen wollen. Und das ist wohl in uns drin. Das hätte ich auch nicht geglaubt. Aber wir sind saubere Wesen, also kommt es von ganz alleine. Positiv rangehen, glaubt daran. Die positive Kraft ist, dürft ihr nicht vergessen, die ist so, 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 so groß. Die wirkt Wunder. Also, seid entspannt. Dann ist das Kind auch entspannt. Was könnt ihr jetzt trotzdem tun? Also, wenn das Kind dann eben Pipi gemacht hat oder Kaka, dann sagt ihr, du, schnell, wir flitzen auf Toilette und dann haben wir das schnell weg und dann können wir weiterspielen. Und dann betont man einfach immer, das stinkt aber ganz schön und Kaka gehört ja eigentlich auf die Toilette, dann stinkt das nicht so. Das würde ich immer wieder betonen, so dass man eigentlich eher eben immer wieder so eine positive Leier, Kaka auf die Toilette, Pipi auf die Toilette, aber eben nicht in einem negativen Ton, sondern positiv, ja, dass das so stinkt und dann werden die Kinder auch irgendwann sagen, stinkt das. Was auch Wunder bewirkt, wenn ihr im anderen Freundeskreis mit Kindern, also wenn ihr im Freundeskreis mit Kindern irgendwie Kinder habt, die eben aufs Töpfchen oder auf die Toilette gehen, dann soll das Kind da einfach zugucken, nur freiwillig, wenn es möchte, wiederum nicht zwingen. Und das bewirkt auch Wunder, weil die dann sehen, andere Kinder können das auch. Wenn die euch auf der Toilette sehen, finden sie es auch spannend, aber das wirkt nicht so wie andere Kinder. Und besonders vielleicht welche auch im Familienkreis, die super vertraut sind. Also das wäre schon, das ist so der Knackpunkt. Oder auch in der Kita, dass man vielleicht mit den Erziehern redet, dass die mal die Windelkinder mitnehmen und dass die mal zugucken dürfen. Genau. Also das wirkt auf jeden Fall super. Dann kann man noch versuchen, zum Beispiel so Rituale einzuführen. Das würde ich tatsächlich jetzt auch
schon viel, viel früher machen, vielleicht schon mit einem Jahr oder so, dass man nach dem Schlafen am Morgen, dass das Kind schon mal auf die Toilette geht. Und weil nach dem Schlafen kommt eigentlich immer Pipi. Und wenn man das schon mal so ein bisschen als Ritual drin hat, als schönes Ritual, oder auch wenn, bevor man in die Badewanne steigt zum Beispiel, da kann man das auch gut anwenden, dann sind die schon mal ein bisschen vertrauter mit der Toilette und haben vielleicht auch nicht so viel Angst davor. Genau. Ja, das waren so die wichtigsten Sachen. Dann auf jeden Fall eben mal auch ohne Windel rumlaufen lassen, weil erst dann merken die, wann sie Pipi machen müssen. Ah ja, stimmt, jetzt noch ein Thema. Wenn die jetzt gemerkt haben, oh, okay, ich will keine Windel mehr oder wie auch immer, versucht so lange zu warten, bis das Kind Bescheid sagt, ich muss auf Toilette. Das ist ganz wichtig, das sagte meine Schwester auch. Ihr könnt zwar alle Stunde erinnern oder alle 2 Stunden und das Kind ist vielleicht auch brav und setzt sich auch aufs Töpfchen, dann kommt auch immer Pipi, aber sie merken dann eben nicht, dass sie, also sie können nicht selber einschätzen, wann sie wirklich auf Toilette müssen. Und das ist ganz wichtig, weil ansonsten werden die, wenn sie dann spielen, sind die so abgelenkt, dass sie es erst gar nicht merken und dann werden die ganz oft eben in die Hose machen. Also auch da eben darauf achten, dass das Kind eben selbst Bescheid sagt. Egal wie viele Unfälle am Anfang passieren, daraus lernt man, das ist auch nicht schlimm, das ist dem Kind super unangenehm, aber eben da gar kein großes Thema drum machen. Ihr müsst eh jeden Tag waschen und dann wird halt die Hose gleich mitgewaschen. Genau. Und wichtig, wenn das Kind jetzt irgendwo in die Wohnung gepinkelt hat, dreht nicht durch, weil ansonsten kriegt das Kind, weiß es, dass es eine riesengroße Waffe hat gegen euch und weiß jetzt, wie es euch auf die Palme bringt, und zwar indem es auf den Teppich pinkelt. Wenn das passiert, hoffen wir mal nicht auf den Teppich, aber sei es drum, auch wenn es auf dem Teppich wäre, versucht trotzdem ruhig zu bleiben. Das wäscht man dann aus, auch das Kind soll mithelfen, auswaschen und dann sagt man, dass man eben den großen Teppich oder das Sofa nicht in die Waschmaschine stecken kann oder die Matratze auch nicht. Also alles schön auswaschen und betonen, Leier, Leier, Leier. Pipi macht man auf die Toilette, Pipi macht man auf die Toilette, Pipi macht man auf die Toilette. Und nicht böse werden, genau, weil sonst haben die echt eine super Waffe. Kinder sind schlau. genau. Das zu dem Thema. Wenn die jetzt dann ein paar Tage in dem Sinne tagsüber trocken sind, vielleicht passieren noch ein, zwei Unfälle, und ihr die Windel in dem Sinne nicht mehr angezogen habt, lasst ihr sie auch weg. Ihr zieht sie nie wieder an, weil sonst wäre das ein Rückschritt für das Kind. Also versuchen, wenn eben, wenn man einmal Tschüss zur Windel gesagt hat, also das würde ich auch vorher immer mal wieder betonen, du große Jungs brauchen ja keine Windel mehr, die brauchst du bald nicht mehr, die können wir uns verabschieden von der Windel. Das ist auch so, das setzt sich irgendwann ins Gehirn ein, er will ja groß sein und große Kinder brauchen keine Windel mehr. Genau, also einmal weg von der Windel, immer weg von der Windel, egal wie viele Unfälle passieren. Genau, und dann für nachts auch wichtig, wenn das Kind jetzt wirklich keine Windel mehr will nachts, weil manche haben ja am Anfang einfach nur nachts eine Windel an, aber wenn die sich jetzt entscheiden, nee, wir wollen keine, ich will keine mehr, dann lässt er die auch weg. Und dann würde ich für die ersten Tage tatsächlich so ein Wachstuch unter die, steht auch in dem Buch von Anna Walgreen, ein Wachstuch unter das Bettlaken und ein Handtuch drüber. Dann ist es wirklich super, super dicht und ihr werdet eh dann die Nächte fast jeden Tag, jede Nacht vielleicht einen Unfall haben. Matratzenschoner sind natürlich super, aber auch manchmal nicht ganz so, genau, wenn man einen guten Matratzenschoner hat, das lohnt sich auf jeden Fall da rein zu investieren. Genau, aber am Anfang tut es eben auch ein Wachstuch mit einem Handtuch drüber, dann seid ihr auf jeden Fall auf der super sicheren Seite. Und dann auch nachts, wenn das eben passiert, ein Unfall, dann auch kein großes Drama drum machen. Ihr führt das Kind auf die Toilette, meistens kommt noch ein bisschen was raus. Und dann schnell neues Handtuch, also das Nasse weg, neues Handtuch drüber und dann wird weiter geschlafen.
Genau, es wird die nächsten Nächte, wird es immer wieder mal einen Unfall geben. Dann geht es eine Woche gut, dann gibt es wieder einen Unfall. Das ist auch nicht schlimm, das gehört total dazu. Und wie gesagt, wenn einmal die Windel weg ist, eigentlich nicht zurück zur Windel. Sei denn, man macht jetzt irgendwie einen Urlaub im Hotel oder sonst was, dann würde ich tatsächlich das einfach wieder einführen, dass man dann nachts so ein Höschen anhat oder so. Aber ansonsten lässt man es dabei. Und je stressfreier die nämlich trocken werden, desto weniger Unfälle habt ihr. Weil ich habe auch eine gute Bekannte, die gesagt hatte, sie jetzt schon einfach fokussiert und es passierten 3 Monate lang immer wieder Unfälle. Und das ist natürlich, ja, also wenn es wirklich vom Kind kommt, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass ihr von einem Tag auf den anderen die Windel los seid und es nur noch ganz wenige Unfälle gibt. Das ist richtig cool. Und dann ist das Kind eben auch ganz stolz. Genau, so viel dazu. Ich glaube, das war's eigentlich. Genau, jetzt habe ich lang genug geredet. Das nächste Thema wird dann tatsächlich endlich mal die Trotzphase. Das habe ich jetzt schon die ganze Zeit versprochen. Jetzt habe ich Ideen gesammelt und das kommt jetzt dann. Also, tschüss.